Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu unserem TESO-Special The Elder Scrolls Online. Endlich konnten wir es spielen, denn es gab ein Beta-Wochenende. Da konnte man den PvE-Modus ausprobieren, also Player vs. Enemy sozusagen gegen den Computer. Und hier habe ich die beiden TESO-Nerds mitgebracht. Das ist die Maria und das ist der Matthias, ne? Ich brauche immer zuerst. Und die beiden werden jetzt ein bisschen verraten von ihren Eindrücken, die sie gehabt haben bei The Elder Scrolls Online. Wie jedes Online-Rollenspiel hat auch The Elder Scrolls Online eine Charaktererstellung. Maria, was ist denn so deine Meinung dazu? Also mir persönlich hat die Charaktererstellung richtig gut gefallen, gerade so als alter Elder Scrolls-Fan. Also es bleiben eigentlich keine Wünsche offen. Man kann seinen Charakter ausstatten mit allem möglichen Kram, also schöne Narben, also wenn man ein bisschen verruchter aussehen will oder ein bisschen den Piraten spielen will. Ich habe natürlich Bretone gespielt, wie ich das immer mache in solchen Spielen. Und also ich war ziemlich zufrieden mit der Charaktererstellung. Ja, die Charaktererstellung von TESO gefällt mir sogar deutlich besser als in Skyrim oder Oblivion, weil die Entwickler doch zahlreiche zusätzliche Optionen noch eingeführt haben. Und anders als in den Vorgängern muss man aber Klassen wählen, die zum Glück jedoch keine sonderlich großen Auswirkungen haben. Also die Charaktererstellung ist im MMO-Bereich sehr gut. Ja, so richtige Online-Rollenspiel-Profis, die sagen natürlich, das Wichtigste an einem MMO ist das Endgame. Aber natürlich sind auch die Startgebiete ganz wichtig, denn die ersten Minuten, die sind ja entscheidend, ob man gefesselt wird von dem Spiel, ob man in die Welt reinkommt. Wie verhält es sich denn da? Starten eigentlich alle Spieler an dem gleichen Ort, oder? Die allerersten Minuten verbringen alle Spieler am gleichen Ort, und zwar in Kalthafen, dem Reich von Molag-Bal, dem dätrischen Prinzen, und dort müssen sie entsetzt feststellen, dass sie tot sind. Das ist ja ein toller Anfang irgendwie. Genau, also sie müssen dann einen mysteriösen Propheten finden, ja, um aus diesem Reich zu entkommen und wieder nach Tamriel zu kommen, und dann beginnt das Abenteuer eigentlich erst richtig. Während dieser Phase in Kalthafen wird halt so die grundlegende Steuerung erklärt und was man so halt, ja, wissen muss. Was ich sehr, sehr cool finde, also man wählt sich ja gleich am Anfang eine Klasse aus, was ja eigentlich neu ist für die Elder Scrolls-Reihe. Und ich habe den Magier gewählt, also einen Sorcerer. Und das Schöne ist in dem Tutorial, also man kommt dann an so einer Stelle vorbei, wo man sich Waffen aussuchen kann. Also man kann sich dann auch einfach irgendwas anderes nehmen. Richtig, egal also, welche Klasse ich könnte hat. Mir jetzt als Magier auch eine Axt nehmen oder so, wenn ich dazu Lust hätte. Genau. Ja, und es gibt ja verschiedene Fraktionen auch. Welche hast du gewählt? Ich habe das Ebenherzpakt gespielt, ein Nord. Mhm. Und die landen danach auf einer Insel in Skyrim, also Kenner des Vorgängers. Wir haben erstmal heimliche, ja, Gefühle, weil, mhm, es liegt überall Schnee, es sieht sehr Wikinger-mäßig, ja, aus. Gleich zu Hause. Genau. Mhm. Ja, du hattest, glaube ich, die andere Fraktion. Ja, ne? Ich war natürlich im Dolchsturzbündnis, weil dort gibt es die Bretonen. Und ich als alter Magier-Fan und Fan von überhaupt so kleineren Rassen, finde ich das total super, weil die Bretonen sind ja im Vergleich zu den Menschen noch ein bisschen kleiner. Ja. Und hat euch dann die Storyline direkt gepackt so? Oder geht es eher langsam los, gemächlich? Es geht eher langsam los. Die Hauptgeschichte um diesen Propheten endet erstmal, sobald man Kalthafen verlassen hat. Und der meldet sich dann irgendwann wieder bei einem, sobald man eine gewisse Stufe erreicht hat. Aber die Gebiete, in denen man dann kommt, erzählen an sich auch sehr interessante Geschichten. Mhm. Bei dir auch so? Oder? Also bei mir ist es ja so, also gerade so in der Elder Scrolls-Reihe kennt man ja irgendwie, die Hauptstory war meistens immer ganz schön schwach. Und ich finde, mich hat es vielleicht nicht ganz so am Anfang gepackt, aber je weiter man kommt, desto besser wird's. Also ich habe immer mehr das Gefühl gehabt, ich will jetzt wissen, was geht denn eigentlich ab, ne? Wie geht's denn weiter? Und bei mir hat sich das Gefühl erst nach so ein paar Stunden Spielzeit eingestellt. Aber ja, also es ist natürlich so ein typisches Elder Scrolls. Ja. Feeling, finde ich. Also ein bisschen Zeit muss man scheinbar investieren. Ja, natürlich gibt es auch in The Elder Scrolls Online Klassen, wie eigentlich auch in jedem anderen Online-Rollenspiel. Matthias, kannst du uns vielleicht mal eine Übersicht geben, was es denn da so gibt? Gibt es da die üblichen Tanks, Heiler, Damage-Dealer? In The Elder Scrolls Online gibt es 4 verschiedene Klassen, was auf den ersten Blick etwas wenig wirkt, wenn man andere Online-Rollenspiele kennt. Aber das hat einen gewissen Grund, zu dem wir später noch kommen. Es gibt einmal den Drachenritter. Das ist ein mächtiger Nahkämpfer, der viele Elementarfähigkeiten auch hat, wie zum Beispiel Feuer, um Gegner an sich ranzuziehen und so weiter. Dann gibt es den Templar, der bevorzugt mit Schild und Speer kämpft, aber wie wir gleich auch noch erörtern werden, ist das völlig nebensächlich. Der hat auch viele Heilfähigkeiten und kann auch als Tank gespielt werden. Dann gibt es noch den Magier. Das ist relativ selbsterklärend, der ist halt hauptsächlich auf Zauber ausgelegt. Und dann haben wir noch die Nachtklinge, ein eher schurkischer Charakter mit entweder Schleichfähigkeiten oder als Bogenschütze kann er auch gespielt werden, bevorzugt. Aber das Skillsystem in The Elder Scrolls Online ist relativ offen, so wie man es aus The Elder Scrolls kennt, sodass man eigentlich quasi alles frei wählen kann.
Naja, also bei mir ist es hier wieder so, ich brauche eigentlich gar nicht so viel Freiheit und bin eigentlich schon ziemlich zufrieden mit den ganzen Fähigkeiten, die mein Magier so hat. Also man hat ja da schon verschiedene Möglichkeiten, sich so zu spezialisieren. Zum Beispiel kann ich Beschwörungen lernen, ich kann aber auch natürlich nur normal meine Blitzdings-Schiene fahren, also alles wegbrutzeln mit einem Gewitter oder so, wenn ich Lust habe. Und je nachdem, was ich halt für eine Waffe trage, kann ich mich auch nochmal weiter spezialisieren. Ich habe mich da ziemlich klassisch für einen Zweihandstab entschieden, wie das ein Magier halt so macht, und bin damit eigentlich schon ziemlich zufrieden. Aber das Gefühl, dass ich machen könnte, was ich will, wenn ich es wollte, ist schon cool. Ja, also ich bin ja der Skyrim-Spieler gewesen eigentlich. Und was mir an Skyrim immer gefallen hat, ist natürlich das Kampfsystem. Also ich klicke schön und dann haue ich zu oder schieße mal einen Blitz raus oder sonst was. Wie ist denn das jetzt eigentlich bei Teso? Ja, also im Vergleich zu den anderen Singleplayer-Rollenspielen aus der Reihe hat man natürlich so ein paar kleine Sachen eingebaut, damit das Gruppenspiel zum Beispiel überhaupt funktioniert. Zum Beispiel sieht man feindliche Angriffe auf dem Boden teilweise markiert, wo man dann halt so sogenannte Void Zones hat, wo man halt einfach rausspringen muss. Das gibt's natürlich in den Singleplayer-Spielen der Reihe nicht. Was ich aber ziemlich nützlich finde, gerade um halt irgendwelchen fiesen Oberattacken von irgendwelchen Bossen auszuweichen. Und ansonsten fühlt sich's eigentlich wirklich an wie Skyrim. Also meiner Meinung nach. Ich, wie gesagt, als Magier unterwegs, ich suche mir halt ein Vieh aus, brutzel das und fühle mich halt mittendrin. Also ich habe das Gefühl, ich kämpfe wirklich. Also es ist nicht so wie bei WoW jetzt beispielsweise oder anderen Spielen, dieser Machart, dass ich da einfach nur 1, 2, 3, 4, 5 drücke die ganze Zeit, sondern ich muss mich tatsächlich auch bewegen und es ist direkt. Richtig, es ist ein aktives Kampfsystem und die Grundsteuerung erinnert es auch sehr stark an Skyrim. Mit der linken Maustaste schlägst du zu, mit der rechten blockst du Angriffe ab und mit einem Doppelantippen einer Bewegungsrichtung weicht man mit einer Rolle quasi aus. Das ist soweit bekannt, aber um ein Online-Rollenspiel funktionsfähig zu machen, haben sie halt auch so Skill-Leiste eingeführt, wo man maximal 5 Stück drin haben kann. Und da muss man dann halt Fähigkeiten auch aktiv ausführen. Und die Zauber werden zum Beispiel nicht wie in Skyrim auf die Hände gelegt, sondern einfach als Fähigkeit ausgeführt. Ja. Aber ansonsten muss man schon aktiv agieren, ausweichen und zielen auch, damit die Angriffe funktionieren. Das Schöne ist ja, also wenn sich jetzt die Elder Scrolls Puristen aufregen sollten, dass es da so eine Aktionsleiste am unteren Bildschirmrand gibt, die kann man nämlich, wenn man nicht kämpft, einfach ausschalten. Also die ist nicht die ganze Zeit eingeblendet. Ja, also aber die hat es auch Spaß gemacht, so zu kämpfen, ja? Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch jemand, der in der Ego-Perspektive spielt. Ich weiß, dass es bei Matthias nicht so ist. Richtig, ich spiele Rollenspiele grundsätzlich eigentlich in der Third-Person-Ansicht, weil sich das für mich einfach so gehört. Und aber auch in dieser Ansicht spielt sich alles sehr schön. Auch Bogenschützen und Zauberer kann man so sehr gut dirigieren. Also alles bestens. Kann jeder auswählen, wie er möchte. Ja, kämpfen ist das eine, Questlösen ist das andere. Aber in einem zünftigen MMORPG, da muss es natürlich noch andere Features geben. Nämlich das Handwerk, also das Basteln von eigenen Waffen oder Ausrüstungsgegenständen. Teso hat auch ein Handwerkssystem, oder? Richtig, ein sehr umfangreiches, wie ich finde. Auch wenn es für richtige Rollenspieler vielleicht nicht die Möglichkeiten bietet, die man sich vielleicht wünscht, da es sehr stark einfach auf das Herstellen von neuer Ausrüstung und Verbrauchsgütern ausgerichtet ist, die man so in seinem Abenteuerleben braucht. Aber besonders beim Schmieden und beim Herstellen von Kleidung und so ist das sehr komplex, wie ich finde. Besonders mit den Erforschungen, die man machen muss, um seine Rüstungen mit besonderen Fähigkeiten auszustatten, haben sie sich was sehr Schönes überlegt. Mhm. Ja, man kann ja seine Ausrüstung auch verzaubern, ne? Also man findet ja überall so Runen und allen möglichen Krimskrams, den man da irgendwie auf die Ausrüstung noch zusätzlich packen kann. Ja, also ich war jetzt nicht so begeistert, ich bin aber auch kein Handwerksfan, aber man merkt im Spiel auch eigentlich an, dass es doch irgendwie eher so auf so Selbstversorgung ausgelegt ist, weil es gibt ja im Spiel kein Auktionshaus, ne? Man muss dafür in eine Gilde eintreten und in der Gilde kann man dann auch untereinander handeln, was ich halt ein bisschen blöd finde, ganz ehrlich, weil wenn ich schon Sachen herstelle, will ich die an die ganzen Leute auf dem Server verkaufen. Dann möchte ich ja eigentlich nicht in eine Gilde gezogen werden. Siehst du das auch so? Fehlt dir das Auktionshaus auch? Bisher hat es mir nicht gefehlt, weil ich hauptsächlich für meinen Eigenbedarf hergestellt habe und es auch nicht so wahnsinnig viele Spieler gab, mit denen man irgendwas noch nicht. Mir gefällt das Crafting-System auch daher, weil es zumindest nach der jetzigen Sicht sehr gut mit dem mithalten kann, was man als Loot- oder Questbelohnung bekommt. Sprich, also die Rüstungen sind meistens gleichwertig oder vielleicht sogar besser, je nachdem, wie gut man schon seinen Skill vorangebracht hat. Da muss ich noch zeigen, ob das auch dann im Endgame so Bestand hat. Mhm. Für Eigenversorger ist es auf jeden Fall okay. Ja, Skyrim, das war natürlich was für Solisten. Da ist man alleine durch die Gegend gezogen. The Elder Scrolls Online ist natürlich ein Online-Rollenspiel. Und deswegen ist da auch das Gruppenspiel wichtig, also das Lösen von Aufgaben zu zweit oder das Entern von Instanzen. Habt ihr eigentlich so auch Gruppenspiel gemacht während der Testphase? Ich habe mich
den dunklen Ankern gestellt, die in der Spielwelt auftauchen können. Zunächst habe ich es alleine versucht, was ein schwerer Fehler war, da man dort doch mit einigen Gegnern konfrontiert wird, die aus Kalthafen nach Tamriel strömen. Also sollte man sich da schon einige Spieler suchen. Ich hatte dann eine kleinere Schlachtgruppe aus 7 Spielern, glaube ich, und dann haben wir das ganz gut bewältigt. Ansonsten war ich in der ersten Instanz, die man besuchen kann. Das geht ab Level 12 los bei jeder Fraktion. Da gibt es für jede Fraktion eine eigene. Die fand ich jetzt noch nicht sonderlich berauschend. Die waren nach 20 bis 30 Minuten ist die durchgespielt, so eine Instanz. Und lootmäßig war das eher enttäuschend. Aber ich hoffe, da steuern die Entwickler noch nach oder legen oft in den späteren Instanzen dann noch was dazu. Ja, das klingt eigentlich nach so einer normalen Gruppengröße. Sind es die üblichen 4 so in der Instanz oder 5? Ne, es sind 4. Es ist einer weniger, als es eigentlich so üblich ist. Mhm. Und in den Schlachtzügen braucht man 24 Leute. 24? Ja, also ich muss sagen, ich habe es selber versucht über den Gruppenfinder auch mal, den gibt es nämlich auch, habe versucht, Leute zu finden, mit denen ich eine Quest machen konnte und habe auch im Chat gefragt. Und ich hatte natürlich jetzt Pressebeta, da waren noch nicht ganz so viele Leute unterwegs, Schwierigkeiten, wirklich Anschluss zu finden, was ich finde, auch vielleicht daran liegen könnte, dass Leute ihren Chat ausstellen, weil das gibt es nämlich auch. Also man kann den Chat einfach wegklicken, ausblenden und dann aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, warum haben die das denn? Wegen Roffel-Loll? Oder? Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es eher so für das Rollenspiel-Flair. Mhm. Also ich muss gestehen, ich hatte den Chat auch die meiste Zeit ausgeblendet. Und von daher kann ich es meinen Mitspielern nicht verdenken, dass sie auf meine flehenden Rufe im Chat nicht geantwortet haben. Na, vielleicht können die das ja ein bisschen anders machen mit den Gruppenfinder, dass es irgendwie ein Symbol sich dann auftut irgendwo, dass da Leute halt Mitspieler suchen. Es wird sich alles noch ändern, wenn es dann wirklich mal startet, das Spiel. Genau, aber Gruppenspiel gibt es auch in Deso. Ja, soviel erstmal zu den wichtigsten Elementen des PvE-Spiels. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wie fandet ihr das? Also mir hat es richtig gut gefallen bisher. Also ich hatte wirklich so dieses typische Elder Scrolls-Feeling. Ich will was entdecken, ich will was erkunden. Mir waren gar nicht die Quests eigentlich so wichtig. Bin ich querfeldein einfach losgezogen, habe geguckt, was ich mal so finde. Und dieses Gefühl so, ja, ich will noch mehr von der Welt erkunden. Ich will wissen, was hinter diesem ganzen Story-Bogen steht. Und das hat mich halt wieder richtig reingezogen. Und ich war richtig traurig, als ich dann nicht mehr weiterspielen konnte, weil die Beta abgeschaltet wurde. Ja, ich hatte auch sehr viel Spaß in der Beta und war begeistert von dem Flow, der sich so irgendwie entwickelt hat, dadurch, dass man einfach in der Gegend rumstromert, hier und da immer wieder eine Quest findet, die einen wiederum dazu verleitet, in andere Gebiete der Karte zu laufen, um neue Quests zu finden oder Geheimnisse oder was weiß ich. Das war schon sehr gut. Auch die viele MMO-Features wie Crafting und so weiter, finde ich, haben sie sehr gut umgesetzt. Allerdings finde ich auch, dass sie wenig Neues bieten. Mhm. Aber Spaß macht es trotzdem tierisch. Naja, und das ist ja auch letztendlich das Wichtigste. Schön ist auch, dass Teso ja auch schon relativ poliert wirkt, muss man sagen. Also es ist irgendwie nicht so ein Flickenteppich in der Beta. Und es soll ja am 4. April soll es losgehen mit Teso. So viel erstmal zu unserem Eindruck aus dem PvE-Spiel. Und ich bin sicher, dass wir euch in der nächsten Zeit dann auch was zum PvP-Spiel sagen können. Maria, Matthias, herzlichen Dank für eure Eindrücke. Ja, bitte. Tschüss. Ciao. Ciao.